fangen jetzt mit der Suppe an und später kommt dann der Reis. Itadakimasu! Jetzt sind wir mit der Suppe fertig und jetzt kommt das Hauptgericht dran, der Reis. Der wird jetzt in die Reisschalen verteilt. Und dann gibt es hier, das ist, das habe ich schon mal gezeigt, für den Reis zum Drübertun. Da sind Seetangplatten drin, anderes Zeug und unter anderem Tamago. Steht auch hier, Tamago. Das wird dann aufgemacht und über den Reis drüber gegeben. Ja, Sesamkörnchen sind auch dabei. Und es ist immer ein Päckchen für eine Portion. Das sieht dann so aus. Itadakimasu! So, jetzt mal probieren. Heiß! Aber man schmeckt es ein. Man schmeckt aber dafür, dass kaum was drin ist, auch richtig krass den Seetang. Ja, aber ich glaube, damit kann ich leben, solange der Reis auch noch warm ist. Kanpai! Gochō sama deshita!